eine Hexe. Genau, das war's. Punkt. Ja, keine Fragen. Und ich kann keine Magie wirken. Damit ist der Fall abgeschlossen. Gehen Sie nach Hause, Zeugen. Also, wie ist es dann möglich? Wie konntet ihr denn den Turm erklimmen, ohne bemerkt zu werden? Witness, ergänzt eure Aussage auf der Stelle. Nun gut. Dinkelberg, was geht hier vor sich? Es muss noch einen Weg geben, ungesehen in den Turm zu gelangen. Aber was außer Magie kann es nur sein? Red Bull verleiht Flügel. Kannst hochfliegen. Ist das nicht auch Magie? Oh, wir haben wieder ja, einen. Ja, Akane. Wieder drin? Ich bin wieder drin, ja. Okay. Und schöner als je das zuvor. Das war ja einfach. Aber per Handy, weil man spricht, ich bin gerade mega am Spinnen, deswegen Thema Skype. Hä? Ich habe nur Skype verstanden. Irgendwas mit Skype, ja. Irgendwas spinnt und deshalb mit Handy und Skype. Hm. Also wir spinnen auf jeden Fall. Ja, sowieso, immer. Irgendwie ist das jetzt mit dem Verschieben der ganzen okay. Sache hier mies bei mir. Ich krieg das irgendwie nicht mehr hin. Ja, gerade in dem Moment. Gut. Aber wie hatte ich das denn vorhin, dass das so gepasst hat? Ich krieg das nicht hin, Manu. Ja, jetzt ist Mark ein bisschen niedriger, aber das Fenster ist zu groß, der ganze... Ja, also technische Geilheiten hier wieder. Hey Mark, wir sind vor Gericht. Bitte erheben Sie sich. Nein, da kann ich. Ah, ich glaube, jetzt habe ich was. Das ist alles gut. Krieg wieder raus. Aber diesmal letztlich im Internet. So, ich mach's jetzt einfach mal so. Es ist nicht perfekt, aber es ist auch nicht perfekt. Es ist nicht perfekt, aber auch nicht perfekt. Ja. Hauptsache, ich sehe wieder Mark. So, Marks Augen. Marks Augen. Hallo Nachbar. Nee, Moment, da musst du doch weiter runter. Doch. Ich weiß nicht, wie viel ihr von mir seht. Noch ein Stück. Zu wenig. Zu wenig, ja. Ja, das reicht. Hallo Nachbar. Akane. Ja? Sieht das scheiße aus. Beende das bitte. Ja. Hä? Lies weiter, dann hört diese Schmach auf. Okay, also sie trug ja eine... Ah, die Robe der Nacht. Was ist die Robe der Nacht? Das ist wahrscheinlich sowas wie... das ist wie ein Schlafanzug. Ich hab jetzt eher an dieses Ding aus Harry Potter gedacht. Ich trug einen Pyjama. Ja. Die Robe der Nacht. Oh Mann. Okay, siehst du's? Sollen wir da was präsentieren? Ja. Ja. Ah, übrigens. Ich würde zumindest mal angreifen. Und speichern. Weil ich möchte ja nicht wieder irgendwie, wenn wir mal was falsch machen, nicht zurückwechseln können. So, angreifen erst, ja? Ja, im Zweifel. Ja, Suizid. Immer angreifen. Im Zweifel Suizid, jawohl. Wartet mal ein Sekündchen. Habt ihr gerade wirklich... Robe der Nacht gesagt. Kommst du gleich auf den Tisch? Ja! Ja, das habe ich. Eine Robe. Ich dachte, die wohnen nur am Wasser. Der Nacht? Stimmt. Ja, ich höre sie. Und es ist Nacht. Sie sagt die Wahrheit. Entweder ist das ein Robbe oder ein behindertes Kind. Ihr könnt doch unmöglich. Es ist unmöglich. Eine Robbe meinen, die euch vor den Augen des Geräts verschwinden lässt, wenn ihr sie tragt. Ja, das meine ich. Was? Say what? Ach Mist. Ach Menno. Frau Donna, tragt ihr diese Robe jetzt? Die Quälerei! Diese Robe jetzt, ja. Ich habe sie nicht. Was hat die denn da gerade an? Hä?
Also, ich hab sie fallen gelassen. Ein Glockenturm. Das ist die Mehlrobe. Mhm. Die Mehlrobbe? Mhm. Panierte Robbe. Genau, panierte Robbe. Ja. Was zum Kuckuck war das denn? Kannst du bitte aufhören, über Essen zu reden? Sonst gehe ich gleich aus dem Stream und hol mir einen Döner. Bringst du mir einen mit? Was ist in diesem Brot? Ich hätte gerne einen Käsedörner. Käse. Was ist denn ein Käsedörner? Ja, also, Käsedöner? Ah. Also, einer mit Schafskäse, ja. Oder was? Ja. Ah. Geil. Oh, müsste ich heute auch mal wieder probieren. Na, wie auch immer. Warum hat Bella zu Gloria hinübergeschaut, als sie das gerade sagte? Das ist doch alles ein abgekartetes Spiel zum Teufel. Au, die bin ja ich. Das kann auch ein Sample werden. Au, die bin ja ich. Wollt ihr euch dies wirklich anhören, hohes Gericht? Ich schenke doch dieser absurden Zeugenaussage keinen Glauben. Moment, du bist ein Auto? Von einer deutschen Autobauerfirma? Du hast gesagt, Audi bin ja ich. Ach so. Oh. Alle tschüss, fallen um. Ich bin weg. Nein, Spaß, ich werde bezahlt. Ja. Ich nicht. Hier. Das Monopoly-Geld? Nein. Was? Oh, was? Das ist mein Privatgeld. Du zahlst privat mit Monopoly-Geld? In meinem Dorf geht das. Da kannst du auch irgendwie mit Wachsmalkreide auf ein Blatt Papier eine 5 schreiben und damit bezahlen. Nee, aber die meisten bei uns... Also ich würde ja gerne mal wissen... Das ist das wunderschöne NRW. Ich wüsste gerne mal wissen, wer hat das als Kind nicht gemacht? Mal auf ein Blatt Papier eine Zahl geschrieben und gedacht, das wäre Geld. Ach so. Ich? Aber das stimmt ja eigentlich. Das ist echt... Ist eigentlich dasselbe Prinzip, um ehrlich zu sein. Ja. Weil das funktioniert ja nur, weil alle anerkennen, dass es einen Wert hat. Ja. Aber es ist ja im Endeffekt auch nur bedrucktes Papier. Ja. Aber es glitzert. Okay. Weiter. Ganz besonders die Erwähnung dieser absurden... Oh, in der Tat. Nein, ich lasse das Witness, jetzt. Dieses... Nein, ich bestehe drauf. Okay. In der Tat. Zeugin, dies ist für wahr eine recht unglaubliche Story. Ich glaube nicht, dass sie wirklich so unglaublich ist, euer Ehren. Das wäre ja unglaublich, wenn die unglaublich wäre. Unglaublich. Audi, bist ja du. Wenn Magie existieren kann, dann kann man die Existenz einer Robbe, die unsichtbar macht, Robbe. Nicht einfach ausschließen. Eine Robbe, die unsichtbar macht, ja. Eine putzige Theorie. Mit einer putzigen Robbe. Die sich putzt. Aber eine Theorie ist nur eine Theorie, bis sie bewiesen ist. Also Beweis, dass die wirklich existiert. Ja, es ist... It's just a theory. A game theory. Ich finde, das war früher besser. Ja, ja. Das stimmt. Es beweisen? Oh, was ist eure Meinung hier, Sue Defender? Könnt ihr dem Court beweisen, dass die Robbe der Nackt tatsächlich existiert? Die Robbe der Nackt? Warte, was haben wir in der Gerichtsakte? Na, die Robbe. Ja, die Robbe. Wir haben die Oder Robe? Oder erstmal dabei das ist jetzt... Wir haben die Robbe in der Gerichtsakte? Wir haben ja. Die... Oh. Wollen wir es dabei belassen oder einen Beweis? Wir anscheinend scheint nichts... präsentieren. Ja. Ja. Wirklich? Ja. Weil noch kann nichts... Ja. Also noch kann uns nichts abgezogen werden. Ja, aber wenn wir es dabei belassen, verlieren wir. Dann haben wir Game Over, wenn wir Pech haben. Ja, müssen wir den Dialog nochmal lesen. Hoffe, das ist, glaube ich, schlimmer als zu verlieren. Jawohl, euer Ehren. Die Verteidigung denkt, dass sie einen Beweis hat, um die Existenz der Robbe zu belegen. Ein Brötchen mit Robbe zu belegen. Wie vorhersehbar. Ein lachhafter Verteidiger kann wohl nur lachhafte Argumente hervorbringen. Ihre Mutter ist ein lachhaftes Argument. Ich geb's ja zu, eine unsichtbare Robbe klingt wie ein Märchen. Robbe. Selbst in einer Märchenwelt wie Labyrinthia. Und doch. Wenn nur der Hauch einer Möglichkeit besteht, dass dieser Beweis der richtige ist, dann muss ich es jetzt wagen.
Volan! Hier bin ich! Verteidiger, präsentiert dem Gericht diesen sagenumwobenen Evidence. Show us the evidence, der die Existenz der Robbe belegt. Die mehlbedeckte Robbe, würde ich sagen. Ja. Ja? Alle dabei? Ja. Ja. Mehlbedeckte Robbe. Ja. Wird paniert. Okay, die Musik geht aus. Am Tatort fanden wir tatsächlich eine Robbe, die heute dort zurückgelassen wurde. Oh nein! Oh. Eine Robbe! Frau Dorner, jene Robbe der Nacht, die ihr schon vorher erwähntet, könnte das vielleicht diese hier sein? Nein, die ist ja gar nicht unsichtbar! Grotesk! Wollt ihr dem Gericht weismachen, dass dies die Robbe der Nacht sei? Die ist nicht unsichtbar, weil Mehl drauf ist. Mhm. Ah. Wenn diese Robbe unsichtbar sein soll, warum können wir sie dann sehen? Mitsamt all diesen schmutzigen weißen Flecken. Oh, hätte ich mal lieber nicht. Mist. Keine weiteren Fragen, bitte. Mist, da hat sie ja schon irgendwie recht. Oh, warte. Was, wenn die Robbe erst, wenn man Laden. Wenn man sie anzieht. Gib mir Hernig. Schau voll Erstaunen zu, wie Maya, die Großartige vor deinen Augen verschwindet. Okay. And it's gone. Na, bist du beeindruckt? Ja, von dem Superheldenkostüm. Ja, ich bin beeindruckt davon, wie lächerlich du darin aussiehst. Hey, was ist los? Das Teil muss kaputt sein oder so. Ich bin ja gar nicht verschwunden. So geht es schon mal nicht. Nein. Der fünfte Zeuge! Nicht schon wieder. Heute Nacht im Glockenturm trug ich diese Robbe. Robbe. What? What did you say? Und außerdem, what's your name? Übrigens, by the way, Sie sind wie ein ziemlicher Amaranwald aus. Ruhe! Das Gericht verordnet Ruhe! Aber wie ist das möglich? Schließlich ist die Robbe jetzt gerade nicht disappeared. Es liegt am weißen Pulver auf der Robbe. Das ist Koks. Normalerweise ist sie nicht so schmutzig. Oh, meint ihr diese Flecken? Das ist Grüße gehen raus an die Kollegen von Narcos. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ja, das kann doch nicht dein Ernst sein. Nein, der Detlef. Oh ja. Becky hat schließlich den ganzen Sack Mehl auf die Wachen geworfen, oder? Außerdem regnete es ja noch, als wir dort oben waren. Das Mehl muss ganz schön feucht geworden sein. Daher die Flecken. Was ist denn daran so witzig? Alles gut. Also, was wäre, wenn wir versuchen, das Mehl abzuwaschen, dann würde es noch fester werden, weil Mehl und Wasser ergibt zusammen ganz schön. Oder wir backen ein Robbenbrot. Ja. Robbenbrot. Oh. Robbenmischbrot, ja. Robbenmischbrot. So ein paar Fische mit drin und so. Ja. Ein paar Delfine. Oho. Ja, und dann noch ein Welsenfischbrot. Es gibt einen kleinen Brunnen in der Stadtmitte. In Stadtmitte? Ja. Ja. Die Stadt heißt Mitte? Ja. Ja. Liegt neben Anfangs und Nebenan.
von Wolan. Begebt euch rasch dorthin und wascht die Robbe, sodass wir der Sache auf den Grund gehen können. Be gone! Beeilt euch! Da steht, sputet euch. Ja und? Ich hab mir's auch gerade gedacht, alles wird verenglischt, aber das eine deutsche Wort wird durch ein anderes deutsches ersetzt. Spottet euch. Dreckberg.